Good. Was geht ab, Freunde? Sascha von Skillgame TVs Video und herzlich willkommen zum zweiten Trading Tipp zu FIFA 15. Wir sind also hier wieder in der FIFA 15 Web App drinnen und heute stelle ich euch den zweiten Trading Tipp vor, den ich schon benutzt habe. Und der ist eigentlich ganz einfach, muss ich sagen. Da müsst ihr einfach nur, na, Glück braucht auch nicht sein, schnell auch nicht. Einfach nur in die richtigen Spieler investieren. Ich habe in Mangala und Lukaku investiert. Mangala habe ich vor circa 3 Tagen, glaube ich, gekauft. Und er spielt einfach in Franzose. Er ist ein Franzose, Barclays Premier League, Manchester City. Halt in der richtigen Liga. Und hat dafür auch noch richtig starke Werte. 76 Tempo und seine Defensivwerte sind auch sehr stark. Ihn habe ich für 9.100 Münzen gekauft und jetzt schauen wir mal nach, wie viel er jetzt wert ist. Also vor 3 Tagen kostet er knapp 9.000 Münzen, etwas mehr. So bei Premier League, Verein, Manchester City und die Nation ist Frankreich. Ich kann das hier jetzt leider nicht eintippen, weil ich halt im Vollbildmodus bin. Gucken wir mal nach, wie viel auf ihn geboten wird. Uiuiui, 14.250. Gucken wir mal nach, wie sein Sofortkauf ist. So, wäre der günstiger. Ja, 14.500. Ne, 13.750, aber der wird wahrscheinlich gleich weg sein. Ja, genau, der ist jetzt schon weg. Wie ihr hier jetzt sehen könnt. Ja. 15.000 geben wir jetzt ein. Das gibt's auch kein. Mann, wann gibt's denn den nächsten? Also 13.357. Da kann man schon echt Gewinn haben. Gewinn machen. So, da. 16.000 Münzen sind die günstigen im Moment, aber einer Match auch mit Sentinel, Alchemist-Stil, keine Ahnung, wie man den ausspricht, aber auch eigentlich egal. Ja, wie gesagt, vor 3 Tagen 9.000 Münzen in ihn investiert und jetzt kostet er schon 16.000 Münzen, also das ist schon krass, 7.000 Gewinn, also das ist schon heftig vor 3 Tagen, aber ist halt vor 3 Tagen gewesen. Aber für diesen Trading-Tipp habe ich mir gestern Abend um 20 Uhr circa nochmal Lukaku gekauft, um euch das nochmal besser zu zeigen. Lukaku habe ich für 9.000 Münzen gekauft. Wahrscheinlich kann ich jetzt hier nicht auf Transfer, geht doch. Geht jetzt für 9.000 Münzen gekauft. Und ja, wir wollen jetzt auch gucken, wie viel er wert ist. Gold, Stürmer. Chemizia hat er nicht. Auch wieder Barclays Premier League. Also wie ihr schon sehen könnt, ich habe in 2 Barclays Premier League Spieler investiert, weil das meiner Meinung nach die Liga ist, in denen die besten Spieler sind, die nicht so viel kosten. Ich denke mal so 130.000 Münzen. Wo spielt er? Bei Everton, ne? Ja, genau, richtig. Nation Belgien. Wo ist Belgien denn? War es weiter oben? Lol. Ja, da, genau. So, 9.000 Münzen habe ich ihn gekauft. Mal sehen, wie viel, ja, jetzt wird es, jo, 5.100 Münzen. Ist er gesunken? Ne, das kann eigentlich nicht sein. 9.000, gehen wir mal ein. Suchen, ja, da seht ihr jetzt schon, da wird halt nur drauf geboten, der wird noch teuer. Der günstigste ist im Moment 9.200 Münzen, aber der wird wahrscheinlich auch gekauft. Gucken wir mal nach der zweitgünstige. Ja, seht ihr schon jetzt selber. Also so, wann kommt denn? Kommen wir, machen wir mehr so, ja, 10,5 sagen wir jetzt mal, 10.000 Münzen sagen wir jetzt mal, also ist innerhalb von, also sagen wir 20 Uhr gestern Abend auf 14 Uhr heute, ist er ungefähr 1.000 Münzen gestiegen. Das war bei Mangala auch so, er ist halt noch mehr gestiegen, weil ich in Lukaku erst später investiert habe, der war auch vor 2 Tagen nur 6.000, 7.000 Münzen wert. Also, und das kann ich euch raten, investiert einfach in gute Spieler, meiner Meinung nach. Ah, Barclays Premier League, ihr könnt natürlich auch Bundesliga-Spieler nehmen. Zum Beispiel Götze, der ist letztes Jahr von 15.000 Münzen auf 40.000 Münzen gestiegen, am Anfang 4.14 war das ja da. Jetzt 4.50 kann man natürlich auch in ihn investieren, aber der kostet jetzt auch schon über 20.000 Münzen. Und ja, ich kann euch raten, ich habe in Mangala investiert, der steigt auch immer weiter, immer weiter. Außerdem habe ich noch Benteke, den kann ich auch jetzt auch mal zeigen, aber den habe ich allerdings gezogen. Aber das Video werdet ihr noch sehen, war jetzt ein kleiner Spoiler. Aber egal, da müssen wir nur einmal kurz den Verein ändern. Benteke spielt bei Aston Villa, auch Stürmer bei Premier League, der kostet ein bisschen weniger. Ich denke mal so 9.000, wie viel ist er jetzt wert?
Ja, Benteke hier, 8-8. Also der wird auch immer steigen. Am Anfang, wo ich ihn gezogen habe, das war, als die Web-App rauskam, ein Tag da später war, lass mich kurz überlegen, ich glaube, wann kam die Web-App raus? Samstag oder Sonntag? Ja, irgendwie so, also ein Tag, also wo ich die ganze Packs gezogen habe, ich weiß jetzt nicht, welcher Tag da war, kann Samstag sein, kann, habe ich mir nicht gemerkt, war Benteke 4000 Münzen wert. Und jetzt ist er mehr als das Doppelte wert. Also innerhalb von, keine Ahnung wie viele Tagen, 4-5 Tagen ist er 4000 Münzen gestiegen. Also das ist echt schon heftig. Und ja, das kann ich euch raten, investiert in gute Spieler. Ich kann jetzt nochmal gucken, meine Meinung euch sagen, in wen ihr so investieren könnt. Gehen jetzt hier nochmal ein. So, ihr müsst halt die Münzen dafür haben. Ja, Santi Cazorla, Juve wird auch immer steigen. Ja, das ist ein bisschen viel hier, 38.000. Aber wie gesagt, Mangala, Benteke und Lukaku kann ich euch schon mal empfehlen. Halt die Spieler, wo ihr denkt, ja, die steigen nach Sanchez 43.000. Wenn natürlich, wenn ihr so viel Coins habt, auch in die. Ihr könnt natürlich auch nochmal ein neuer Trading-Tipp in Infos investieren, die diese Woche rauskam, letzte Woche rauskam. Die werden auch weiterhin steigen, glaube ich. Ja, Schöle kann man, denke ich mal, aber es kosten ja auch schon sehr viel. Also, ja, ihr könnt natürlich suchen, Klischee wird wahrscheinlich auch weiter steigen, meiner Meinung nach. Ja, also wie gesagt, ihr könnt natürlich auch Bundesliga im Liga BBVA gucken. Aber es liegt an die Beobachtungsliste nicht, weil ich da keinen habe. Transferliste liegt nämlich auch nicht. Ja, wie gesagt, Benteke, Lukaku, Mangala sind meine drei Spieler, die ich noch habe. Das sind ungefähr, keine Ahnung, über 30.000 Münzen. So, hier nochmal zu sehen, die beiden Benteke habe ich auf einem anderen Account. Und ja, falls ihr noch Fragen habt, wie gesagt, kauft euch die Spieler, die halt, wo ihr denkt, ja, die werden noch steigen oder die haben halt gute Werte wie Mangala. Der ist halt im Moment, keine Ahnung, wie viel war er? 15.000 Münzen für 9.000 habe ich gekauft vor 3 Tagen. Und ja, investiert einfach so schnell wie möglich, weil die werden immer weiter steigen. Falls es nicht ist, dann ist es halt so, aber ich denke mal, alle Spieler werden schon so mindestens 500 Münzen steigen, die ungefähr 6.000 Münzen kosten. Ja, falls ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare und lasst eine Bewertung da. Ich würde mich natürlich über eine positive Bewertung freuen. Dann haut rein, bis zur nächsten Folge und ciao. I'm so in love with you.